damit Ihre Wünsche nicht zu kurz geraten. Sparkassen Privatkredit. Ja, dann sage ich hallo und herzlich willkommen live im OFC-Fanradio. Das Ganze aus Mülheim bei den FC KV. Mülheim und KV, das steht für Kickers Viktoria Lutz. Das hören wir doch gern, oder? Natürlich. Viktoria, naja, aber Kickers hört man immer gerne. Ja, Kickers Viktoria Mülheim hier am Paddy Dahmer Ground. Ja. Paddy Dahmer, der hat ja hier Geschichte geschrieben. Ja. Nicht nur beim OFC, sondern auch hier. Auch hier. Eine Kickers-Legende, so oder so. Ja, Lutz, wir haben eben schon ein bisschen philosophiert im Vorfeld, ob diese Doppelbelastung, Freitag, Mittwoch, Freitag, Dienstag, diese Europacup und Liga, ob das gut geht. Geht gut. Heute geht bei gut. Millwall. Ja, nein, weil Rico macht ja dann schon Programm. Er hat ja heute vor diesem Spiel, vor diesem Europacup-Spiel nur dreimal trainiert. Achso, hat nur dreimal trainiert? Nur dreimal trainiert. Ja, gut, heute Morgen geht's ja. Zwischen 7 und 10, dann zwischen 11 und 1 und dann nochmal zwischen 2 und 4 eine kleine Einheit. Ich muss auch sagen, der Rico lässt nach. Er hat auch nur 2 Stunden trainieren lassen. Ja, das stimmt. Zum Teil. Also die ausgeprägten Einheiten mit 3 Stunden, die sind vorbei. Nein, natürlich erstmal. Ja, obwohl er ja am Kickerstag erklärt hat, das wäre ja gar nicht so, denn da gibt es ja auch Trinkpausen auch der Hin- und Rückweg. Da gehen ja Minimum alles. Schon mal 3 Minuten ab von den 3 Stunden. Natürlich, natürlich. Ja. Der eine oder andere Spieler schießt auch den Ball mal weg, um sich im Wald zu erholen. Naja. Wird gesprochen. Ja, erstmals haben wir keine Aufstellung des Gastgebers. Nein. Das ist auch interessant. Dann können wir heute nur von Nummern sprechen. Irgendwo hatten wir es schon mal. Irgendwo hatten wir es schon mal. Urberach war es, glaube ich. Ja, also gut. Urberach hatten wir auch nichts. Du, ich hab 10. Jetzt geht's los, Gott mit uns, der OFC ist im Spiel. Und KV Millwall, so haben wir sie genannt. Am Ball. Sind am Ball. Ja, bisher lassen sie uns überhaupt keine Entfaltungsmöglichkeiten. Sind auch klar überlegen bis hierhin. Klar überlegen, wer ruft mich denn jetzt bitte schön an? Ja, Lutz, kann man mal jetzt wieder am Telefonieren, das glaube ich alles nicht. Hallo, René, aber gut, jetzt kommen sie ja über die halbrechte Verbindung aus der eigenen Hälfte der KV Mülheim, der Aufsteiger. Aus der Bezirksoberliga, da ist der Ball im Seitenhaus. Einwurf für den OFC von der linken Seite, das ist Dennis Schulte, der dort hinten auf der linken Außenbahn agiert. Dann wirft er erst einmal zurück. Und Lucia, das ist vielleicht nochmal ganz interessant, die Frage, was ist eigentlich mit unserem Kopfball-Ungeheuer? Denn wir haben ja mit Modica mittlerweile einen Spieler dort hinten. Das ist der Herr der Lüfte, also unsere Luftwaffe. Da muss man ja sagen, der springt ja nicht unter 4 Meter. Nein, das ist vor allen Dingen das Timing, alles, das ist also unglaublich. Er hat ein extrem gutes Timing und vor allem seine Kopfbälle, die wuchtet er nicht irgendwo hin, sondern immer gehört, wieder in den Aufbau. Lutz, ich habe gehört, er hätte auch Sondertraining mit Hermann Nuber am Kopfballpendel gehabt. Richtig, ja. Aber der Hermann hat das Kopfball, den Ball zu niedrig gehängt. Das heißt, er ist hochgesprungen. Die Notbremse rot, 8 Wochen. Ja. Und die KV-Fans sind hier auch aus dem Häuschen. Sie haben eine Notbremse gesehen. Ganz klare Notbremse. Fordern jetzt hier die rote Karte. Ja. Es gibt für 8 Europacup-Spiele Sperre. Also frühestens im zweiten Halbfinale kann er wieder spielen. Ja, an dieser Stelle Grüße an den Lavischer, an Citaro, an den Weiltaler, an Stereo Lord, Kickers Freak und Eckbert, Papa KC, Martin X, Annette, Lavischer und so weiter, die alle hier im Chat auch angemeldet sind. Mails werden heute keine verlesen, da haben wir heute mal drauf verzichtet, das heißt, es lohnt nicht zu schreiben. Aber jetzt KV Millwall. Das durft sie, ohne Probleme. Endres, der darf heute mal ein bisschen durchschnaufen. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, Unverständnis, denn in Koblenz hat er überhaupt noch einen Ball gehabt? Ja, also er musste einmal. Eine weite Flanke, der hat das sehr sicher runtergefangen. Einen dieser komischen, verschrummten Einwürfe, den hat er mit einem Reflex nach hinten verlängert. Der kam ganz blöd auf, aber den musste er jetzt nicht von der Torlinie kratzen, den hat er einfach nur nach hinten verlängert. Und diesen einen Ball, der auf die Latte gefallen ist, da hat er halt die Finger weggelassen. Also ich war gestern, ich war gestern mal seit vielen, vielen Monden mal wieder in Rosis Pub. Nein. Und hat mir die Rosi erzählt, der Endres hätte ja so schlecht gespielt in Koblenz, hätten die Fans gesagt. Bitte? Ja, ich habe gesagt, also gut, ich war da, ich habe jetzt keinen Fehler entdecken können, es ist immer wieder interessant, was unsere Fangenossen alles so sehen. Eine unfassbare Wahrnehmung, das ist so. Hätte so schlecht gespielt? Es ist wirklich, er hatte 28 Rückpässe. Die hat er alle sehr sicher verarbeitet und wieder zum Mann gebracht. Dann war wirklich diese weite Flanke, die hat er bombensicher runtergefangen.
ja, dieser eine, der durchgehuppelt ist, den er nach hinten verlängert hat. Wo ich dachte, also da kann er. So, jetzt kriegen wir auch einen ersten Gast hier in unser Live-Studio sozusagen beim KV Mülheim. Das ist nämlich auch ein Verantwortlicher und der kann uns ein bisschen mehr erzählen zu dem sympathischen Club hier aus Mülheim, der bezeichnenderweise auch Kickers heißt, Kickers Victoria. Ja, und da ist er jetzt. Gar nicht so einfach. Meine Beine sortieren. Gar nicht so einfach, denn wir sind hier ein bisschen eingefärcht, was nicht heißen soll, dass wir hier keine guten Bedingungen bekommen haben. Ganz im Gegenteil, dafür erstmal herzlichen Dank. Ja, mit wem haben wir es denn zu tun? Wer sind Sie denn? Ja, hallo erstmal an alle, die live mit dabei sind. Mein Name ist Stefan Fuchs, gerade ein bisschen außer Atem von vielen Laufen und Treppensteigen. Und ich bin hier bei der Kickers Victoria Mülheim, bei dem sympathischen Verein, wie Lars Kiesner gerade gesagt hat, zuständig für Jugendarbeit und eben auch mit dem Vorstand. Und jetzt war die erste Chance der Offenbacher. Ja, da wollte man den Ball ins Tor reintragen, hatte ich das Gefühl. Ja, ein bisschen schön spielen, aber schön spielen ist bei dem schönen Wetter natürlich auch ideal. Also ja, die Bedingungen hätten wir gar nicht besser bestellen können. Also bleiben wir mal bei eurem KV Mülheim. Und KV, das steht für Kickers Victoria. Klingt in unseren Ohren ganz besonders gut. Natürlich, ganz besonders schick. Und ich denke, so direkt vor den Toren Offenbachs wird da auch wahrscheinlich viel Sympathie zum UFC sein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben Luftlinie zum Biberer Berg. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. 6 Kilometer, also das ist natürlich jedes Mal Heimspiel. Und da, wo ich wohne, kann ich bei jedem Heimspiel, wenn ich es nicht schaffe, auf den Berg zu kommen, sogar den Torjubel hören. Okay, okay. Also wir haben eine große Verbundenheit und eine große Sympathie. Auch wenn alle Hörer vom Fanradios bitte Verständnis haben, dass ich als Kickers Victoria Mülheim Spieler natürlich für unsere Mannschaft halt, auch wenn natürlich, es ISO ist. Ja? Absolut okay. Und da wollen wir auch genau ein bisschen drüber sprechen, denn ihr seid ja auch richtig erfolgreich. Ja. Habt nicht nur ein schickes Stadion mit einer hier sehr, sehr komfortablen Haupttribüne, die sogar verlängert ist durch rechts und links 2 Stehwälle. Und da ist ja auch so ein bisschen Tradition im Spiel bei eurem Club und ihr seid gerade aufgestiegen. Was genau war da und wo spielt ihr denn jetzt? Ja, das ist eine ganze Menge Informationen, die jetzt kommen. Also ich fange mal bei vor 103 Jahren an, da wurde der Club gegründet. Also wir haben schon eine gewisse Tradition. Mhm. Und in den letzten Jahren waren wir in der Kreisoberliga, ehemals Bezirksliga. Und ja, waren mittelprächtig erfolgreich. Das heißt, wir haben sogar in der vorletzten Saison gegen den Abstieg gekämpft und konnten erst mit dem letzten Spiel den Relegationsplatz verlassen. Und dann hat sich bei uns, sagen wir mal, ein Goldhändchen aufgetan. Wir haben dann mit Radwan Belail, dem Trainer der ersten Mannschaft, jemanden mit an Bord holen können, der aus, ich sag mal, 90% der gleichen Mannschaft ein absolutes Meisterteam geformt hat. Und jetzt sind wir mit dem Team aufgestiegen, spielen jetzt in der Gruppenliga Frankfurt Ost. Und ja, schauen wir mal, was die Saison so bringt, wobei wir es auch ganz gut verstärkt haben. Ist ja auch interessant, dass ihr in Frankfurt Ost spielt, wo man ja jetzt, ich sag mal, Richtung Biber, spielt man ja, glaube ich, Richtung Hanau, ne? in der oder umgekehrt, ja, ja. Die Hanauer spielen bei uns in Offenbach irgendwo mit. Ja, genau. Ja, ja, das ist sehr interessant. Ja, und dann gibt es ja noch eine Gemeinsamkeit, die der KV Mülheim und Kickers Offenbach haben. Wir haben ja sozusagen einen gemeinsamen Spieler auch gehabt, Paddy Dahmer. Paddy Dahmer, der vorher bei uns Spielertrainer war, genau. Den haben wir hier gesucht, aber nicht gefunden. Das ist richtig. Ich habe eben gesagt, in der vorletzten Saison haben wir in der waren wir kurz davor, auf den Relegationsplatz zu fallen. Mhm. Und damals war Paddy Dahmer bei uns Spielertrainer. Und ja, sicher ein guter Kicker, absolut. Wir waren auch froh, dass wir ihn hatten. Er war mehrere Jahre bei uns. Aber so als Trainer konnte er sich nicht so ganz entscheiden. Er kam nicht so an. Also ich glaube, das Fußballverständnis von seiner Professionalität hat die Mannschaft nicht so erreicht. Okay. Und wie gesagt, mit Radon und Belail, Erfolge sprechen für sich. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Okay, wunderbar. Also dafür erstmal Glückwunsch. Ihr seid sozusagen wieder oben. Inwieweit seid ihr ambitioniert, dass dann noch was gehen soll? Noch ein bisschen höher? Denn ich sag mal, die Rahmenbedingungen hier sind ja gut, was das Stadion angeht. Na, natürlich. Also es gibt bei uns die einen oder anderen, die natürlich jetzt nach der Meisterschaft angefangen haben zu sagen, oh, direkt durchmarsch in die Verbandsliga. Aber bitte halten wir mal die Kirche im Dorf. Wir haben jetzt Verstärkung bekommen von einem Hessenligisten und von 2 Spielern, die aus der Verbandsliga zu uns gestoßen sind, also Spieler mit auch höherklassiger Erfahrung noch. Die werden uns sicher helfen. Denn Uwe Günther in der Innenverteidigung, Domenico Di Rosa, die heute auch in der Startaufstellung stehen,
Das sind Leute, die mit ihrer Erfahrung uns erstmal in der Gruppenliga halten sollen. Wie kam es denn jetzt hier zu diesem Spiel? War das von längerer Hand geplant oder ist das jetzt spontan entstanden? Das war spontan entstanden. Der Oliver Berndroth und der Radwan Belail kennen sich. Und so war das auf einem, ich sag mal, kurzen Dienstweg. Ja. Also wir sind dem OFC absolut dankbar dafür, dass es uns ermöglicht haben, heute kurzfristig oder von langer Hand, das ist ja dann eigentlich egal, hier eine absolut tolle Partie zu sehen bei tollem Wetter. Und jetzt ist es ja so, sind ja trotzdem einige Zuschauer gekommen, obwohl ich so gedacht habe, naja, jetzt hat die Saison schon begonnen und jetzt ist erst einmal der Reiz des Kennenlernens erst einmal weg. Da werden wenig Zuschauer kommen, aber ich denke, man kann doch ganz zufrieden sein. Was haben wir denn so ungefähr? 300, 400, 500? Nein, es sind sogar mehr. Wenn ich das vorhin richtig mitbekommen habe, dann war die Durchsage 650. Oh, das wäre ja toll. Ja, also morgen, wenn wir alles ausgesehen haben, dann wissen wir mehr. Ja. Aber wie Sie gerade gesagt haben, der Reiz des Neuen ist eigentlich weg. Also für den OFC mehr als für uns. Bei uns beginnt die Saison nächstes Wochenende. Also bei uns gilt das jetzt noch als Vorbereitungsspiel. Mhm. Die Offenbacher waren am Freitag ja schon erfolgreich in Koblenz mit dem glasklaren 2-0. Also die sind da schon mittendrin in der Saison. Ja, dann würde ich sagen, haben wir noch mal ein bisschen was erfahren über den KV Mülheim und die Ambitionen. Glückwunsch nochmal zum Aufstieg. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und vor allen Dingen Dankeschön, dass wir hier so wunderbar empfangen wurden und hier ja, bestens unsere Arbeit verrichten können. Dankeschön. Das freut mich sehr. Bitte. Danke. Also, viel Spaß noch. Tschüss. Ja, da haben wir es gehört. Das ist der KV Mülheim, der gerade frisch aufgestiegen ist, ambitioniert ist. Und ja, Lutz Kammermeier, der ist mir jetzt verlustig gegangen. Keine Ahnung, wo er sich wieder tummelt. Aber 0-0 steht für die später eingeschaltet haben. 10 Minuten 22 gespielt. Der OFC zwar deutlich überlegen, aber so richtig ja, große Chancen gab es eigentlich auf beiden Seiten noch nicht. Insofern hat niemand etwas verpasst, der ein bisschen später gekommen ist. Tja, jetzt Mülheim über rechts unterwegs. Ja, der Lutz wird hier im Chat gerade gefeiert für seinen Geburtstag. Und er hatte ja das schönstmögliche Geburtstagsgeschenk, denn es war genau am Freitag in Koblenz, als er seinen Geburtstag feierte. Und was kann es da Schöneres geben als einen Dreier zum Auftakt? Wilke jetzt hier am Ball. Auf Meier gespielt, dann geht's zurück in die Innenverteidigung. Da fehlt heute Modica, unser Herr der Lüfte, so haben wir ihn getauft. Ja, Pintol jetzt am Ball, denn der muss ja jetzt auch Praxis sammeln, Spielpraxis sammeln. Zabek wird natürlich erst einmal gesetzt sein nach seinem tollen Auftritt. Jetzt aber der OFC dort vorne im Strafraum. Ja, ja, jetzt gibt's Elfmeter. Jetzt gibt es Elfmeter für den OFC. Ganz klarer Fall, da hat er ihn, ja, so sagt man es klassisch, über die Klinge springen lassen. Und da gibt es keinen Zweifel, 11 Meter OFC. Mal gespannt, ob Pintol jetzt schießen darf, denn das würde ihm wahrscheinlich Selbstvertrauen geben. Nein, darf er nicht. Es wird Theodosiadis sein. Alexis Theodosiadis, der wird den Elfmeter schießen. Gegen Torwart Lukas, weil ich habe jetzt auch eine Mülheimer Aufstellung bekommen. Okay, also dann schauen wir. Jetzt läuft er an, schießt. Und Tor. 1-0 für den OFC. Theodosiadis hat getroffen in der 13. Spielminute. Sehe ich auch so. Ja, dann gebe ich das ein. Und du hast so ein bisschen was in Erfahrung gebracht, Lutz, was die Mülheimer angeht. Ja. Und zwar spielt Mülheim im Tor mit der Nummer 1 Lukas. Dann haben wir die 3 Günseke, die 4 Kadri, die 5 Michalke, das ist der Kapitän. Dann haben wir die 6 Papa, Wiede Papa, die 7 Okoro, die 8 Ekitz, die 9 Nocerino, die 10 Di Rosa, ist unser Domenico Di Rosa, der mal bei den Kickers war, zweite Mannschaft. Okay. Domenico Di Rosa, die 10. Dann haben wir die 17 Raab, die 21 Gulzar. Das sind die, die jetzt gerade auf dem Felde sich befinden. Dann haben sie noch jede Menge auf der Bank. Dazu später mehr.
Ja, da wir heute viel Technik testen, also neue Grabberkarte, neue Rechner und so weiter, mache ich jetzt mal ein weiteres Experiment. Das wird euch erstmal gefallen, aber ich sag's gleich, es kann sein, dass ich das ganz schnell wieder zurücknehme. Ich werde jetzt mal das Bild deutlich vergrößern und nicht erschrecken, da steht jetzt was von FC Kaiserslautern und so weiter. Aber es geht ja nur darum, jetzt erstmal das vergrößerte Bild darzustellen. Das heißt, ich habe das Sendefenster ein bisschen verändert. Und dann gucken wir mal, wie das funktioniert. Ja, Lutz, du hast die Mülheimer gerade durchgegeben. Gibt es da irgendjemand? Domenico Di Rosa, unser ehemaliger. Ja. Okay. So, schauen wir, die 21, das ist Gulza, der den Freistoß tritt. Und rausgeköpft hat der Torschütze, Theodosiadis. Und der Fame hat kein Problem. Ja, das war ein spannend. Oh, jetzt aber aufgepasst. Pinto da links. Na komm, aber jetzt. Wenn er jetzt rüberspielt, wird es abseits. Nein, Wembley-Tor. Ist drin. Er pfeift Tor, aber weiß ich nicht. Das sah schon so aus, als ob er ein bisschen rausgesprungen. Der Leary stand auf der Grundlinie, optimal platzierter Linienrichter, und der hat sofort angezeigt Tor. Hier sehen wir es nochmal in der Zeitlupe, sozusagen. Ganz klar drin, ganz klar drin. Lutz hat das gesehen. Lutz hat den schlechtesten möglichen Blickwinkel. Ist egal, aber ich sehe dieser Linienrichter. Nimm mal den Linienrichter bitte ins Bild kurz. Weil diesen Linienrichter, der hat früher mit Giuliano Modica bei der SG Rosenhöhe in der Jugend gespielt. Wer war es? Pintol, oder? Pintol war es. Ja. Also 0-2 Pintol, 15. Minute. 15. Ja, genau. Der eben das Tor sofort erkannt hat, der hat mit Giuliano Modica bei der SG Rosenhöhe in der Jugend gespielt. Und Giuliano Modica meinte, Gott, ist das eine Kante geworden, du. Ja, sieht schon ziemlich breit aus, so obenrum. Ja. So ist das. So klein ist der Fußball. Oh, schön gemacht, schön gemacht. Nicht schön genug. Von Marcel Mosch geklärt vom KV Mülheim. Ja, Stefano Meyer, rechter Verteidiger. Du. Auf die Idee wäre ich ehrlich gesagt auch nicht gekommen. Aber deshalb ist Rico auch ein guter Trainer, weil er auf solche Ideen kommt. Stellt einfach mal einen unserer Innenverteidiger auf rechten Verteidiger. Das Schöne ist, Lutz, wir müssen uns jetzt nicht mehr um alles kümmern. Denn Rico. Ah, Mosch, toll, toll, toll gemacht. Machen aber auch rein, Marcel Mosch, 3-0. Sehr, sehr schön gemacht. Weil, wenn der Pintol, glaube ich, zum Ball geht, steht er abseits. Aber der Marcel Mosch kam deutlich von dahinter und somit kein Abseits. Klasse gemacht. 16. Minute. Ja, 17. Jetzt fallen die Tore wie reife Früchte. Und ein Elfmeter musste den Fang brechen. Es ist aber oft so in diesen Europacup-Spielen, die sehr, sehr eng verlaufen, dass da ein Elfmeter, eine Standardsituation her muss. Und hier in diesem Hexenkessel Millwall im Paddy Dama Ground vor mittlerweile vor 48.000 Zuschauern. Ja, da hinten sind auch noch welche durch die Büsche gekommen. Also ein paar Nichtzahlende sind auch da. Aber wir führen 3-0. Das heißt also, nach der Europapokal-Arithmetik führen wir 6-0. Also sieht alles ganz gut aus. So sieht's aus. Hierhin sehen. Der Lutz kann noch ein bisschen kommentieren. Ich bastel noch ein bisschen hier am Fenster rum. Ja, da gibt's jetzt nicht viele Leute. Sehen das ja. Das ist ja das Schöne. Aber Rico steht im Feld. Das kann unter Umständen eine Strafe der FIFA nach sich ziehen oder der UEFA. Ja, beim Europacup ist ja die UEFA erstmal. Ja, und der siebte Inspektor der FIFA-Beauftragten, der ist schon am Gestikulieren. Richtig. Wahrscheinlich muss dann der Rico mal irgendwann mit dem, wie heißt der, Platini essen gehen oder sowas. Oder noch schlimmer, mit Sepp Blatter. Ja. Ja. Nein, das ist voll keiner. So, die Nummer 9, das ist Nocerino. Den Ball da kurz spielt auf die 17, das ist Raab. Nocerino, ja, das war alles fair soweit. Die 8, der Kitz. Und da ist er, Domenico Di Rosa. Früher Kickers Offenbach. Zweite Mannschaft. Ja. Ist schon ein bisschen her, aber wir sind ja auch schon ein bisschen bei den Kickers. Ein bisschen älter. Ihr seht's, ich bastel noch immer ein bisschen, aber das gilt nur für den Livestream. Die jetzt dieses Spiel in der Aufzeichnung sehen, die sagen, was redet der? Ist doch alles wunderbar. Alles wunderbar. Im Livestream hier bastle ich noch ein bisschen. Denn Testspiele heißen ja Testspiele, damit man etwas testen kann. Und nicht nur Rico testet, sondern auch wir testen ja hier. Du testest hier Spiele, Videospiele. Irgendwelche Ballerspiele. Videospiele, okay, so kann man es auch sagen. Oh ja, wir machen ja gerne mal so ein Eigentor in Testspielen. Ja? Ja.
Haben wir ja schon gebracht. Ja, Jan Bickel, wir erinnern uns. Herrliches Tor, Dudenhofen. Herrliches Tor, das erste Gegentor überhaupt in der Vorbereitung. So ist das. Eieiei. Und Stefano Maier, schön rüber. Ja, der kann sogar richtig offensiv spielen, ne? Kann der auch. Auf einmal fängt er an, du. Maier wird nochmal rechts außen. Das ist so. Ja. Nein, ich glaube, wenn Sascha Korb wieder fit ist, dürfte an ihm kein Weg vorbeigehen. Nix gegen alle anderen, die da spielen. Aber ich glaube, das ist einfach das Ding vom Sascha. Da hoch und runter wetzen. Hoch und runter wetzen. Aber defensiv hat es natürlich der Stefano in Koblenz absolute Spitzenklasse gemacht. Die haben ja wirklich nichts offensiv hingekriegt. Und dazu gehört natürlich die ganze Abwehr. Und auch der Stefano hat seine Seite wirklich blitzsauber gehalten. So, da ist er, die Rosa. Gibt es das Ehrentor? Ei, 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 wenn dann nur wir selber. Wenn dann nur wir selber. Aber der Fame hat aufgepasst und hat abgeworfen auf Giancara. Baris Jakut hat sich da angeboten. Ei, hat er gefoult. Nee, Einwurf gibt es. Es gibt nur Einwurf. Aber was ist denn jetzt? Liri zeigt andere Seite oder was? Erst rechts, dann links. Na egal. Hauptsache Kickers werfen ein. Hauptsache die Kickers werfen ein. Was glaubst du, wie viele am Samstag kommen? 7.000. An die 7.000. Lars Kistner sagt an die 7.000. Ich hoffe. Zwischen 6.500 bis 7.000. 7.000, hoffe ich auch, ganz ehrlich. Was habe ich heute gelesen? 2.700, schieß mich tot, Dauerkarten verkauft. Ja, plus die VIPs, wir sind bei 3.000 Dauerkarten. Bei 3.000? Ja, ja, 3.000 Dauerkarten. Ja, das ist mal ein Pfund, das ist mal eine Marke. Das ist mehr als ein Pfund. Das hat, glaube ich, Kassel war letztes Jahr Zuschauergröße mit 3.200 Zuschauern im Schnitt sowas. Ja, 3.300. Die haben wir dann, wenn Betty unser Platz war, das Flutlicht anknipst. Das ist richtig. Ja. Nachts um 4, um einen Testlauf zu machen. Ja, ja. Oder wenn er mal an den heißen Tagen den Rasen sprengt. Ja. Ja, und sich ein paar Kinder dazu gesellen, um sich zu erfrischen. Also die Leute sind begeistert, was das große Fenster angeht. Ja. Aber ich bin noch ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, Tahiri, von dem bin ich jetzt erstmal begeistert. Weil ich hier genau hinschaue und meistens ist es ja so, dass größer nicht wirklich besser bedeutet. Aber was ich sehe, ist damit, ein Kompromiss. Ja, wenn ich dich angucke, dann das war wieder so eine Spitze. Gewinnt dieser Spruch noch mal mehr Bedeutung. Das sind diese Spitzen, weißt du? Lars, ich krieg das mit. Das verletzt mich auch. Ja, ja. Ich bin schon verletzt. Und das so direkt nach deinem Geburtstag? Ja, ich bin verletzt. Jetzt, wo ich alt bin, grau. Ja. Wie alt bist du geworden? 40, so, oder? 50. Es waren 5, Lars. Du musst jetzt hier nicht schleimen, es sind 50. Ich gehe auf die 60 zu. Das ist jetzt die Wahrheit. Ja. Ja, so ist das. Aber solange ich noch, sagen wir mal, schmerzfrei sitzen kann, ja, noch keinen Sitzring brauche, geht das. Also, der Moschi kommt erneut. Der war ein bisschen weit, aber Tari kriegt den. Gut gemacht. Gut ist auch giftig, ne? Sehr beweglich. Wir haben da lauter giftige Jungs, das ist das Schöne. Sehr schön gespielt. Ui, das haben wir ja schon in Koblenz gesehen, dass da richtig schöne, rausgespielte Stafetten gab. Nein, ganz toll. Das ist so wirklich, wirklich wahr. Ich war super positiv überrascht von dem, was da die Jungs abgeliefert haben. Schöner Doppelpass. Jakut, komm, was ist? Kannst du pfeifen, oder? Jakut, der Jakut. Jakut, aber gehalten war er. Ich meine, er war ein bisschen gehalten. Oder war er nur weggerutscht? Jakut war's. In der Halbzeit hole ich mir eine Wurst, glaube ich. Ich hole mir eine Wurst. Ja. Das ist mein Abendbrot. Apropos Wurst, kaum sagst du es, guck mal, wer da kommt. Das gibt's doch nicht. Guten Abend, Herr Dr. Kistner. Ich dachte, ich bekomme erst eine Einladung, wenn es gegen die Nibelungen stattgeht am Samstag, wo ich das Nibelungenlied verlesen werde. Ach, ich dachte, wir spielen zu Hause, Herr Meichral. Wir spielen zu Hause und zu Ehren des Gastes Wormatia werde ich das komplette Nibelungenlied verlesen anstelle einer Reportage. Immerhin besser als das Telefonbuch von Worms. Das Telefonbuch von Worms werde ich heute in der zweiten Halbzeit bereits beginnen. Für interessierte Hörer kann ich mich auch gerne in der Kamera zeigen. Oh, besser nicht, besser nicht. So, Lars, jetzt komm bitte, wieder her. Lars, schick ihn weg. Ja, ich hab ihn weggeschickt. So, Lutz Kammerbeier ist wieder bei Meine uns. Güte, du. Der Lars, die Geister, die er rief. Weißt, das ist der Geist vom Biberberg, der ist wieder erwacht. Ja. Bälle schießen durch die Nacht und Giuliano Modica putzt sie weg. Ja. Meine kleine Zeichnung in Facebook, die siehst du ja nicht. Nee.
Siehst du ja nicht. Absoluter Facebook-Verweigerer. Ja, ja, absolut. Ab und zu mal guckst du beim Fanradio rein, ja, ob dich wieder jemand beschimpft hat, aber mehr auch nicht. Das ist wohl wahr. Ja. Da du ja nie beschimpft wirst, macht's auch keinen Spaß. Nee, macht's auch keinen Spaß. Ja. Du hast auch der Andrea, muss ich sagen, unserem blonden Gift, meine alte Telefonnummer gegeben. Die hat mir auf mein altes Handy, auf mein D2-Handy, hat die mir eine Geburtstag... Oh, aufgepasst, Mosch, macht er was? Ja. Cem Kara, immer noch Kara, immer noch Kara. Mosch. Jakob, oh. Knapp vorbei. Tja. Ja, da schreibt sie mir auf mein altes D2-Handy eine Geburtstagsnachricht, die ich natürlich erst zufällig 2 Tage später lese, weil ich ja da nie drauf gucke. Mhm. Ja, jetzt habe ich sie erst mal aufgeklärt. Sie meint, es hätte wohl seinen Grund, dass du sie mit der alten Nummer abspeist und ihr nicht meine eigentlich aktuelle gegeben hast. Ja, Verschwörungstheorien. Ist da ein klein wenig Eifersucht im Spiel, Herr Dr. Kissner? Ja, ja, richtig. Dass vielleicht du Angst hast, dass dir das blonde Gift abspenstig gemacht werden könnte. Genau, das ist meine Befürchtung. Dass der graue Wolf möglicherweise in die Bresche springt. Ja. So, ja. Also 0-3 steht's. Für die später eingeschaltet haben, 25 Minuten sind knapp. Ja, das ging innerhalb von 4 Minuten recht flott. Und der Lutz, der weiß ganz genau, wer die Tore gemacht hat. 0-1. Theodosiadis mit Foulelfmeter in der 13. Dann in der 16. Pintol, ein schöner Heber, der an die Lattenunterkante prallte, aber dann doch im Tor war, ganz klar, sofort angezeigt. Und eine Minute später Marcel Mosch mit dem 0-3. Da hat er sehr schön, weil er von hinten kam. Bindol wäre im Abseits gewesen, wäre er offensiv zum Ball gegangen. Und Marcel Mosch kam aus dem Hintergrund angespritzt und hat den Ball verwandelt. 3-0 steht es hier, das ist okay, das ist leistungsgerecht, das ist auch ligagerecht, weil Mülheim ist ja nur Aufsteiger in die Gruppenliga. Sind jetzt noch kein etablierter Gruppenligist. Oh, wieder schöner Pass, Mosch. Nee. Aufgepasst hat er mit der 6. Das ist Papa. Auch ein schöner Name. Papa vom KV Millwall. Von Kickers Victoria Millwall hier am Paddy Dama Ground. Vor 62.000 Zuschauern. Paddy Dama Field. Field. Entschuldigung. Jetzt über rechts, Dorf unterwegs. Ja, Tahiri. Mitte gespielt. Tja, nicht zweimal. Normalerweise der Cem Kara im Strafraum absolut tödlich. Jetzt aber, absolut torgefährlich. Eben hat er sich ein bisschen verhaspelt. War wohl zu einfach. Schön gemacht, Darisch Jakut. Über links. Ach, der gefällt mir. Die laufen da vorbei, als ob da überhaupt niemand wäre. Wahnsinn, sehr schön. Ja, aber der Torhüter, der passt dann doch auf. Torwart Lukas. Lukas, nicht der Lokomotivführer, sondern Lukas, der Torwart. Es gab mal einen Trainer, der hieß Lukas, von 1860 München damals. Mit C aber geschrieben, Lukas. Ja. Ja, und der Trainer Lukas, der hat damals ein legendäres Interview gegeben. Da hat der Reporter ihn gefragt, Mensch, nach dem tollen Spiel, das Sie heute gemacht haben, hätten Sie doch schon einen Punkt verdient gehabt. Ja. Da sagt er, was? Ein Punkt? Mindestens 2 Punkte. Da muss man zu wissen, ja, dass es damals zwei Punkte gab. Nee, ja. Also er wollte mindestens zwei Punkte haben. Wie hieß der mit Vornamen, der Lukas? Weiß nicht, aber Trainer Lukas. Lukas, ich habe ihn noch vor Augen. Ja, absolut. So ein rundes Gesicht. Ja, die Älteren, so die Ü60. Ü60, wenn die noch gut kennen. Die Ü50, wenn sie sich als Kinder für Fußball interessiert haben. Ja. Aber Giuliano Modica kennt Karl-Heinz Körbel nicht. Das finde ich irgendwie faszinierend. Ja. Das werde ich dem Herrn Körbel, wenn ich ihn das nächste Mal bei Post zustellen sehe, werde ich ihm das drücken. Ja. Ja. Werde ich sagen, die junge Generation hat ihn vergessen. Ja. Ich werde sagen... Charlie, drück mir die Daumen, weil ich kenne dich wenigstens noch, dass ich noch lange lebe. Ja, Modica, der Herr der Lüfte. Ja, leichte muskuläre Probleme, um das nochmal zu sagen, hat er leichte muskuläre Probleme, dass er wieder geschont. Mhm. Jan Biggel hat eine leichte Gehirnerschütterung. Ich vermute mal, der wurde ja kurz vor Schluss ziemlich abgeräumt da in Koblenz. Da ist ihm einer also sehr, sehr brutal, wie ich finde, ins Kreuz gesprungen. Möglicherweise ist das daher noch ein Überbleibsel. Ja, und Rico Schmieder hat... diese Ermüdungsprobleme, irgendwie am Schienbein, Knie, sowas. Also der hat da auch Probleme. Aber ein bisschen Schwund ist immer. Ich meine, ich will jetzt keine Vortun hervorheben, weil das war eine ganz tolle Geschichte in Koblenz, eine ganz tolle Mannschaftsleistung. Absolut. Aber wenn man das so mal sieht, was dort hinten Modica und Wilke dort in der Innenverteidigung gespielt haben. Unfassbar. Das ist wirklich eine also grandios. Eine Mauer, ja. Da kam ja wirklich nichts durch. Nix. Das ist so eine Hunde... Oh, schöner Pass. Nee.
Das ist so eine hundertprozentige Zweikampfwertung gewesen. Aber das scheint hier wirklich vom Trainer die Anweisung zu sein, dass Stefano Meyer hier vorne rechts, also fast als Rechtsaußen agiert. Also ich will jetzt hier nicht respektlos erscheinen, aber wir spielen gegen einen Aufsteiger in die Gruppenliga. Da müssen wir mit der Viererkette nicht komplett hinten stehen. Gut, jetzt wir haben ja eine Zweierkette. Ja, und schon haben wir die Lücken. Schon haben wir die Lücken. Passiert was? Nein. Ja, Stachowski darf sich mal auszeichnen, aber... Aber auch wieder der eigene Mann war es. Ja. Weil es war Dennis Schulte, der den Ball da schön Volley aufs Tor netzt. Ja. Aber er fliegt ihn dann noch raus. Ja, der Liri hat schon ein Kreuz, oder? Der macht schon was, oder? Absolut. Der macht was. Also das ist so, der sitzt nicht nur auf dem Sofa und isst Chips. Der macht schon was. Und, habe ich schon gesagt, bei SG Rosenhöhe mit Giuliano Modica in der Jugend gespielt. Ich bin ja froh, dass du jetzt wieder hier am Reporterplatz dich eingefunden hast. So, warte mal, jetzt kommt ein neuer Torwart, weil die haben drei Torhüter dabei. Also vermute ich mal, dass wir jetzt auch eine halbe Stunde gespielt haben. Ja, das ist die 23. Solde Villa, glaube ich, heißt der. Solde Villa, hören wir noch mal hin. Aber das ist jetzt, dann haben sie noch einen Mario Jurt. Das wäre dann der dritte Torwart. Ich vermute mal, der wird dann so nach 60 Minuten kommen. Okay. Solde Villa. Ja, ich habe gerade angesetzt, Lukas, dass du doch dich hier eingefunden hast am Reporterplatz. Ja. Das war ja vor dem Spiel gar nicht unbedingt so klar, dass das so klappen könnte, denn du hast hier ein Geburtstagsgeschenk bekommen von unserem Kameraden Peter Dietz. Ja, natürlich. Und das hat dich doch minutenlang, was sage ich, stundenlang beschäftigt. Vollkommen in den Bann gezogen. Ja, absolut. So. Nein, ich habe das Leben von Hope Solo als Buch bekommen, auch mit sehr schönen Illustrationen, die du nicht hättest besser malen können. Nein. Nicht viel besser. Nein, nicht viel besser, aber ich freue mich sehr. Nein, das ist so, er hat mich ja schon mal drauf heiß gemacht vor einigen Wochen. Auf Facebook hat er mir mal den Link über diese Buchveröffentlichung geschickt. Ich meine, du bist ja bekannt als großer Comic-Maler. Ja. Könntest du denn das, was da im Buch da so war, also Akt, könntest du das auch malen? Hast du schon gemacht? Ja, aber als das Comic? Ist da nicht erregend, sondern lustig. Okay. Oh, schön, jetzt hätte es fast eingeschlagen. Das war Nocerino, oder? Da haben sie doch aufgepasst dort hinten. Nocerino von Mülheim, der Mittelstürmer. Aber Fame Stachowski, pass auf. Ja, es wäre lustig, weil ich würde zum Beispiel Hope Solos Gesicht ja verführerisch blickt mit deinem Körper zeichnen. Und dann verliert es dann schon ein bisschen. Verstehst du? Das verstehe ich nicht. Nein. Oder, was willst du damit sagen? Oder ich würde deine Wertung. Kopf nehmen, Hope Solos Körper drunter und auch, ich sag mal, das Zeug, das sie drunter trägt, das Zeug, die Wäsche. Also Lutz, ich höre da immer so irgendwie etwas raus, ich weiß nicht. In Comic steckt das Wort komisch, du verstehst? Ja. Nein, also ich würde jetzt keine künstlerisch wertvolle Aktmalerei hinbekommen, das könnte ich nicht. Muss ich könnte es schon, aber ich will es nicht. Also, wozu? Warum so? Oh, guck mal an. Guck dir das an. Jetzt klingelt es. Das ist das Tor. 1:3. Und das war wirklich toll rausgespielt. Das macht den Mülheimer Zuschauern hier richtig Spaß. Wollen wir mal schauen, wer das Tor gemacht hat. Domenico Di Rosa war es. Unser ehemaliger Spieler. Yep, das sagt er auch. Glückwunsch an Kickers Viktoria Mülheim zum 1:3. Das geht sauberer in Ordnung. Sauberer Pass, da ist er sauber abgehauen, der Domenico. Und dann hat er ihn auch sauber im Schritt eingenetzt. Oder ja, 31, ja, okay, ja, ist okay. Ja, passt schon. Ja, jetzt wird es nochmal eng hier. Wir sollten noch mal gucken, dass wir 1-2 Tore nachlegen fürs Rückspiel dann in 2 Wochen. Da war man einfach viel zu offensiv ausgerichtet. Ja. Da muss man sich nicht wundern, wenn es dann hinten einschlägt. Da muss man es hat sich im Grunde abgebahnt. Ja, so ist es. Ja. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Anschlusstreffer hier fällt. So ist es. Und jetzt sind sie doch deutlich überlegen in den letzten 30 Sekunden. Ja. Ist im Grunde ein Spiel im Halbkreis. Ja. Meine Güte. Damit kann Rico Schmidt nicht, aber Rico Schmidt ist ganz allein auf der Bank. Ja, und er guckt auch gar nicht aufs Feld, er studiert irgendwas, er liest dort. Er liest, glaube ich, mein Hope-Solo-Buch. Ich glaube, er liest mein Hope-Solo-Buch. Das gibt's doch gar nicht. Was Rico, macht er denn was da? Was machst du denn da? Vertieft in seine Unterlagen. Seine Unterlagen. Ob die Kamera das mal einfangen kann, wie Rico dort liest? Ja, wie er mein Buch liest. Das ist das Buch von Hope-Solo, was er da liest. Mal größer drauf. Ist es weg. Ja. Da, hier, er blättert da rum hinten. Und jetzt schreibt er sogar rein, Widmungen in dein Buch. Das gibt's doch nicht. Nein, er hat ihre Telefonnummer rausgeschrieben wahrscheinlich. Das gibt's nicht. Mehr. Aber er muss dich schon fragen, ob er sie anrufen darf, oder? Das wäre nicht so schlecht, sagen wir es mal so, weil da kann ich auch mal ganz schnell sauer werden. Sonst ist es wieder vorbei mit der Freundschaft. 1, 2, 3, Freundschaft ist vorbei. Ja, das geht ganz schnell. Dass man hier auch mal an einem Trainerstuhl wieder sägen kann.
So. Abseits. Naja, nicht zweimal. So, nein. Der Pass war schön, ist auch schön freigelaufen, aber er ist zu freigelaufen. So, Mülheim wird wechseln da unten. Da ist Sahin und Fernandes, die da bereit sind mit der 11 und mit der 13. Mein lieber Lutz, jetzt schau doch mal, wer das Buch jetzt hier hat und studiert. Lars, bitte, und leg's wer jetzt hier in dem Buch blättert, Lars, und es, nein, du blätterst rezensieren nicht, will. Du sapperst rein. Nein, nicht ich. Guck doch mal, wer es hat hier. Lars, was machst du? Gehen Sie weg, Herr Dr. Kammermeier. Lassen Sie Dr. Kistner mich hinsetzen. Ich habe hier das Buch. Von? Das Buch, mein Leben als Soap Solo. Es ist dies das Buch einer Torhüterin aus Amerika. Großartig, hier. Inhalt. Literatur. Kapitel 1. Ein Leben im Schatten des Smiley. Was will uns Hope damit sagen? Ich denke, sie beschreibt auf unnachahmliche Weise ihr Leben im Schatten eines Smiley. So, jetzt ist gut. Lutz, komm schnell wieder her. Jetzt reicht's. Marcel Reichwalinski, bitte nehmen Sie wieder auf der Tribüne Platz. Eine Frechheit, wie ich hier behandelt werde. Also, jetzt sind wir wieder da. Lutz ist auch wieder da. Oh mein Gott, wir sehen diesen da schönen Pass. Da hat er doch tatsächlich auf dein Buch sich gegriffen. Der hat aber erst das Foto hinten angeguckt, da wo sie nackelig ist, weißt du? Da ist ja ein Foto drin, wo Hope nackelig ist. Jetzt mal ein bisschen die Verkaufszahlen ankurbeln. Hope nackelig von der Seite. Ja. Man sieht, dass sie LKW-Reifen stemmt. Das macht sie übrigens tatsächlich im Training. Also, jetzt kommt der KV Mülheim. Aber mit Felge, aber natürlich. Aber fair erstmal uns ausgespielt, denn da liegt... Cemkara. Auf anderer Seite Cemkara. Eieiei. So, was haben wir denn gespielt? 35 Minuten gleich. Ja, die Kleingläubigen im Chat glauben nicht an die 7000. Ich habe ja gesagt, zwischen 6,5 und 7 werden es werden. Wenn 6,5 sind, ist grandios. Wenn 7 sind, ist unglaublich. Wäre unfassbar. Ja. Ich weiß nicht, ob und wann es das zuletzt gegeben hat in der Regionalliga Südwest. Glaube ich noch nie. Nein. Vielleicht bei Red Bull Leipzig, wo man 10.000 bezahlte Fans dabei geschafft hat. Ähnlich wie in Hoppenheim. In Hoppenheim, ja. Das haben wir ja Jahr für Jahr dort gesehen. Das sind wir nächsten Donnerstag übrigens, gell? Donnerstag in einer Woche sind wir da in Dietmar Hopp, seiner Oma, ihrem Enkel, sein Stadion. Ja, so ist das. Da werden wir dann sein. Dietmar Hopp, seiner Oma, ihr Enkel, sein Stadion. Donnerstag in einer Woche. Lars Kistner und meiner einer werden vor Ort sein. Im Dietmar Hopp Stadion zu Hoffenheim. Wirklich in dem alten Hoffenheimer Stadion. Also jetzt wollen wir mal richtig euphorisch werden und fast mal ein bisschen übertreiben. Wenn das alles so käme, dass es dann noch ein bisschen weitergeht, man gewinnt vielleicht sogar gegen Worms, holt dann noch einen Punkt in Hoffenheim. Diesmal da aufgepasst. Dann fahren wir mit 4.000 bis 5.000 Mann nach Hoffenheim. Monnem. Ach, nach Monnem. Ja, ja, nach Monnem. Sonntags auf jeden Fall. Und Monnem, das ist auch noch an einem Sonntag, genau. Ja. Also, da werden wir dann da mal eine kleine Invasion starten. Da werden wir den Altar füllen. Und da hast du ja ganz besondere Freunde, die hast du immer wunderbar gezeichnet. Ja, den Monnemer an sich halt. So böse Zungen sagen, das wären Arschgesichter. Nein. Aber du sagst, nein. Das sind keine Arschgesichter. Nein. Das sind keine Arschgesichter. Die sehen so aus, wie du sie gezeichnet hast. Ein bisschen Ähnlichkeit könnte, wenn es sowas gäbe wie Arschgesichter, könnte man eine gewisse Ähnlichkeit feststellen, aber es ist einfach der ganz gewöhnliche, normale, gemeine Mannheimer, wie man sagt. Monnemer. Also ich distanziere mich auch davon. Ich auch. Nur, ich auch. Was ich so gesehen habe, das sah so ein bisschen so aus. Aber das war nicht deine Absicht. Überhaupt nicht. Du hast die 1:1 abgezeichnet. Nein, das ist so, wie wenn ich dich jetzt zeichne, zum Beispiel, ist ja auch, liegt ja auch ein bisschen an meinem fehlenden Talent. Wenn ich dich jetzt zeichne, gibt es ja sehr, sehr viele Menschen, die sagen, Mensch, toll, den George Rooney hat er ja mal wieder super hingekriegt, den George Rooney hat er super hingekriegt. Aber dabei habe ich ja dich gezeichnet. Und da ist genau das Gleiche. Ich habe immer Mannheimer, die ich so gesehen habe, gezeichnet, so wie ich sie so wie der Künstler sie sieht, sagt man ja immer. Und das sind ja die super Waldhofbuben. Ja, die Waldhofbuben, der Theo Nanis und der Maurizio Gaudino und dieser Alheise. Dino Schlindwein. Bin ich krank verrückt werden, du. Dusseliger doofer Bläder, du. Als Schlindwein, du dreh den doch mal unter die Knochen weg. Ja. Dieter, der Eisendieter. Wir haben ja früher gesungen in der Oberliga Hessen, alle spielen Fußball, nur der Schlindwein nicht. Ja, der kann das nicht. Das? Ja, Arschgesicht. Das hast du jetzt gesagt. Und womit wir wieder beim Thema wären. So schließt sich der Kreis. So schließen sich Kreise, ja. Das ist, die Olympischen Ringe schließen sich so immer wieder. Ja. Ja. Der Captain ist das da hinten, Michalke. Michalke. Der heißt Michalke. Ehrlich? Der Captain von KV Mülheim heißt Michalke mit der Nummer 5. Das wurde mir so gesagt.
die Nummer 17, das ist der Kamerad Raab. Raab, Michalk Raab, das war eben die Stafette. Und das jetzt ist Pintol. Oh ja, Pintol. Pintol, schön. Leg das mal links ab. Jetzt vielleicht. Oh, ach, da hat Woldern aus, da Woldern austanzen, aber da hat der Michalke doch aufgepasst. Lutz, hol mir doch mal eine Wurst, komm. Ja, ich gehe in der Halbzeit. Obwohl, da stehe ich wieder stundenlang. Ja, Halbzeit ist schlecht, jetzt wäre ja die Gelegenheit. Könnt ja mal gehen. Also, der UFC ja, versucht das erneut, allerdings. Ah, 39 Minuten gleich gespielt. So. Lukas! Nee, das ist ja nicht mehr Lukas. Raus. Ist jetzt Lukas. Ist hier Solde Villa drin. So wurde mir Solde Villa. Solde Villa. Irgendwie Solde Villa. Das ist ein Italiener bestimmt. Also ich habe das alles so gesagt bekommen. Also es ist jetzt mehr so Lautschrift, was ich hier auch habe, als jetzt unbedingt die richtige Schreibung. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Ohne Gewehr und auch ohne Pistole. Ja. Das ist die Nummer 7, das ist Okoro. Okoro und die 21. Was hat denn der jetzt gemacht? Was sollte denn das Pulzer, jetzt werden? Der wollte einen schönen Schlenzer hinten ins lange Eck machen, so einen Schweinsteiger-Schlenzer. Ja. Aber was ihm fehlt, ist ein klein wenig... Der Talent. Fuß von Schweinsteiger. Also, Talent hat er schon, aber nicht das von Schweinsteiger. Der hat halt schon eine außergewöhnliche Schusstechnik. Also, 39 Minuten gespielt, 1-3 steht's. 4 Tore sind schon gefallen. Ja. Lutz, in welcher Reihenfolge? Wie hat es denn geklingelt? Erstmal haben wir ein sicheres 3-0 vorgelegt. Und zwar innerhalb von 4 Minuten. Zwischen der 13. und 17. Minute haben Theodosiadis mit einem Foulelfmeter, dann Benny Pintol und Marcel Mosch für ein sicheres und beruhigendes 3-0 gesorgt. Und dann ein Konter, ein schöner Pass in die Schnittstelle, hinten der Viererkette Mitte. Und Domenico Di Rosa, der Ex-OFC-B-Team-Spieler. Vor vielen, vielen Monden war das. Und Domenico Di Rosa war durch, umspielte noch Statovci, der sich ihm entgegenwarf und schob lustvoll ein zum 1-3. Das wurde hier auch schwer bejubelt. Lustvoll schob er ein. Er schob lustvoll ein. Ja, jetzt erst einmal Freistoß OFC, linke Seite und Großbetrieb. Meier, der hat auch, glaube ich, in Koblenz schon Freistöße geschossen. Das sind alles so Ideen, auf die ich nie kommen würde. Aber deshalb ist ja auch Rico unser guter Trainer, weil der auf solche Ideen kommt. Da ist er wieder, Meier. Oh, nee. Na? Nee, der wollte einen Heber machen, aber für den Heber war zu viel Inneres. Zu viel Innenseite. Das war ein Rückpass, das war so ein Ballspiel dahinter auf dem Satovci. So, wenn er mal einen Rückpass spielen muss. Also, Janette, die will es wissen, wie viele Dauerkarten sind verkauft worden. Meines Wissens sind es inklusive der Sponsoren 3000 Dauerkarten. Und Das ist ein sensationeller Wert. Absolut. Das ist, glaube ich, auch die Marke, die wir letztes Jahr eine Klasse höher hatten. Ja. Am Ende der Saison. Das heißt, hier kommt ja noch einiges. Da kommen ja noch die Rückrunden-Dauerkarten dazu und. Und ja, wer bis jetzt noch keine Dauerkarte hat, der wird sich noch eine holen. Denn der, der sich keine holt, der bestraft sich ja also selbst. Es ist so, dass wir ja sehr konservativ mit 3.500 Zuschauern im Schnitt planen. Damit aufgepasst, Mosch kriegt er denn noch? Pintol. Benny Pintol. Lalalala. Nein. Nein. Und dass wir ja da sehr sparsam planen mit 3.500 also der Zuschauerschnitt, Zuschauern. Der Zuschauerschnitt war sogar noch geringer geplant mit 2.500. Und man hat mit 1000 Dauerkarten kalkuliert und 2500 Zuschauern. Zuschauern, okay. Nur mit den 2500, das ist eine vollkommen falsche Planung. Die kann es nicht mehr geben, wenn man 3000 Dauerkarten verkauft. Absolut, das ist so. Also insofern liegen wir über dem Plansoll. Wir werden einige Knackerspiele haben gegen Hessen-Kassel. Die bringen ordentlich was mit. Mannheim wird ordentlich was mitbringen. Ich vermute auch mal, die kleinen Hühner werden was mitbringen. Ein paar Leute, hoffe ich, dass da ein paar kommen. Und es kommen ja auch so immer offenbar rein. Ich sage mal so, es ist an der Zeit, diese Mannschaft zu unterstützen. Es ist an der Zeit, auf den Bash zu gehen und sich eine Karte zu kaufen und sich das mal anzutun und diese Jungs da unten wirklich auch mal anzufeuern und zu unterstützen. Und dann werden wir drüber sein. Also was die Zuschauerzahlen angeht, überhaupt was das wir müssen einfach mal stehen. Wir werden diese Liga rocken. Mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken. Ja. Ganz im Gegenteil. Auch was die Mannschaft angeht, mache ich mir keine Gedanken. Ohne dass ich damit sagen will, dass wir, das, was wir jetzt an Euphorie haben, wirklich unbedingt so weiterpflegen müssen. Natürlich, Euphorie ist gut, ist schön. Muss sein, aber muss sein. Wir werden wohl, weil sie trägt auch. Wir werden wohl auch noch irgendwann mal auf den Boden der Tatsachen zurückfallen. Denn es gibt viele eingespielte, gute Teams. Absolut, nein. Und ganz, ganz klar muss man sagen, auch wenn der UFC eine hervorragende Leistung in Koblenz gebracht hat, da muss man schon auch sagen, Koblenz ist wahrscheinlich, so wie wir das jetzt gesehen haben, nicht der Maßstab der Liga. Nö, aber wurde vorher von sogenannten Experten, in den Kreis derer gehoben, die zum Favoritenkreis gehören. Das muss ja seinen Grund haben. Also ich sag mal so, wenn wir jetzt gegen Worms ähnlich agieren und dann noch in Hoffenheim und dann in Mannheim,
dann glaube ich es auch. Dann können wir nicht sagen, wir wollen irgendwo im Mittelfeld mitspielen. Nein. Wenn wir aus den ersten vier Spielen, also ich meine, ich rechne eh nicht die ersten vier Spieler, wenn wir jetzt echt gegen Worms, wenn wir das schaffen, da einen Dreier zu holen. Um es mit Trainer Lukas zu sagen, aus den ersten vier Spielen mindestens 12 Punkte. Ja, mindestens. Mindestens. Oh! Oh, oh, oh! Mosch war das. Nochmal angenommen, wir holen wirklich mindestens 12 Punkte aus den ersten vier Spielen. Ja, dann vielleicht holen wir aber auch 13. Ja, und was ist, dann? Ja, und was dann? Müssen wir Herrn Lukas fragen. Da müssen wir nämlich mal Herrn Lukas fragen. Was ist, wenn wir 13 Punkte aus den ersten vier Spielen holen? Ja. Und das Ganze vielleicht mit nur drei geschossenen Toren. Also Lutz, zwei haben wir ja schon. Meine Konzentration schwindet. Ich meine auch. Ich nehme nämlich den Duft der Bratwürste auf. Ich auch. Ich werde auch in der Halbzeit gehen, ich werde auch mal holen. Ja. Und ich soll wieder hier sitzen bleiben, oder was? Ich hole 10 Bratwürste. Lass doch hier. Der Yannick, oder wir schenken Marcel. Nein, Marcel, wir gehen beide. Aber der gibt ja nichts ab, der isst ja alles alleine. Rico steht schon wieder. Herr Dr. Kistner, Sie sind fett genug, Sie brauchen keine Wurst essen, ja? Und der andere Kerl auch. Also, da war er wieder, Marcel Reich-Radetzky, wo der sich immer durchtankt. Unglaublich. Ja. Bälle schießen durch die Nacht und werden von Giuliano Modica weggeputzt. Ja, bis jetzt hat eigentlich nur einer versagt, das ist unser Freund Michael Mosch, der sitzt vor uns und der hat noch nicht einmal hier den Stadionsprecher gemacht. Also schwache Leistung heute Kicker Stalker, ja, ganz schwache kläglich Leistung. Versagt, ja. Das kann man nicht anders sagen. Ist einfach so, aber wenn er gebraucht wird, ist er da am Samstag. Da macht er den Stadionsprecher. Da wird Strom gespart. Ja, hören Sie mal auf. Jetzt haben wir vielleicht die Möglichkeit für den OFC. Noch einmal, die rechte Seite, kommt da reingeflogen. Das war der Einhandpatscher. Der schießt hier fast das Tor um. Das Tor zittert noch immer. Pfostenschuss von Dennis Schulte. Meine Güte, 45. Minute und da wird abgepfiffen. Ja, Halbzeit, das ist die Gelegenheit für eine Wurst. Wir sind gleich wieder da in Halbzeit Nummer 2. So, es wurde reichlich gewechselt, glaube ich, vom OFC. Und ist überhaupt so reichlich? Schauen wir mal. Also der Testtorwart quasi ist drin. Babitschko heißt er. Babitschko, Matteo Babitschko mit der 22. Dann sehe ich da Zappo, Christian Zappek, Mittelkreis. Fabian Becker ist da. Ganz außen sehe ich Kevin Wittke. Jo. Blackie Schwarz auch da. Und Dennis Mangafitsch ist dahin, der jetzt den Ball hat. Soweit durchgewechselt. Aber Dennis Mangafitsch auf der rechten Kettenposition. Dann haben wir da hinten, wer ist da noch geblieben? Doch, Wilke ist da geblieben. Meier jetzt in der Innenverteidigung und Theodosiades links. Jo. Ansonsten ist das die Mannschaft. Wer fehlt uns da noch? Philipp Fleischer fehlt uns noch. Und Markus Löbig von der U23, den sehe ich jetzt auch noch nicht. Die werden dann später ihre Chance bekommen. So, habe ich die Zeit überhaupt genommen? Nee, ich Idiot. Muss ich auch nochmal nehmen, ja. Ach, na ja, gut, so eine halbe Minute wird gespielt sein. Ist jetzt, glaube ich, heute auch nicht so wichtig, weil wir werden hier das Hinspiel bei Kickers Victoria Millwall im Paddy Dama Ground vor 82.000 Zuschauern. Field. Ich sage immer Ground, Field, natürlich Field. Da führen wir 3-1 nach 45 Minuten. Die Tore waren. Das ist eine gute Ausgangsposition absolut. Fürs Heimspiel. Ist so fürs Heimspiel, ja. Drei Auswärtstore. Ist auch schon ausverkauft, das Heimspiel. Wird am Wiener Ring stattfinden und es sind mittlerweile auch schon 62.000 Karten verkauft für das Spiel. Mhm. Allein fürs Public Viewing. Nur fürs Public Viewing, ja. In Biber am Ostendplatz wird da eine Großbildleinwand in Form eines 110 cm Fernsehers gestellt. Eisner Park auch, ja. Aber da wird, glaube ich, nur ein Transistorradio aufgestellt, wo man dann Fanradio hören kann. Das ist dann Public Hearing. Public Hearing, ja, so sieht's aus. Es gab da mal Golden Earring, so eine Band aus den 70ern, oder? Gab es nicht auch mal Golden Earring? Peter, wie hieß die? Golden Earring oder Golden Hearing? Wie hieß die denn? Das ist 70er-Jahre-Band. Earring. Golden Earring, gell? Wie goldener Ohrring, gell? Das war doch eben mit Born to be Wild, oder? Ich weiß nicht. Das ist ja, also da war ich dann doch zu jung. Bin zwar jetzt schon sehr, sehr alt, aber für doch damals war ich zu jung. Barış Jakut
Barisch, ja gut. Barisch, ja gut, hast du recht. Klasse gemacht hier, super vorbereitet. Und mach ihn rein. Ui, schöne Parade, schöne Parade. Ich meine, aber Jakut, exzellent vorbereitet. Sollte Villa gewesen sein, der zweite Torwart von Mülheim, der zum Einsatz kommt. Ich vermute mal, in 15 Minuten wird der dritte kommen, dass jeder seine halbe Stunde hat. Aber die Parade war gut. Meier. Jetzt bei Mülheim weiß ich gar nicht, müsste ich mal schauen, ob und wie und wen die da gewechselt haben. Dreh dich mal um, die 7. Okoro, der war schon drin. Hier unten mit der 14. Torico ist der, der wartet noch auf seinen Einwechsel, oder? Die 14, ja, weil freigelaufen hat er sich nicht. Der steht da einfach mal rum und schaut, was seine Jungs da so treiben. Nein, das ist kein Problem. Oh, hast du den Schlag gehört? Batsch hat es gemacht. Ja, was hast du eigentlich eben Interessantes erfahren? Weil Lars hat ein wenig geplaudert in der Halbzeit mit Jan Biggel, mit Juliane Modica und mit Sascha Korb. Die alle da hinten da sitzen am Rand und schauen dem Spiel zu. Ja, erstmal habe ich mich natürlich erstmal erkundigt, wie es denn den Einzelnen geht, denn sie sind ja allesamt zumindest hier nicht dabei und das heißt, sie sind ja, haben ja alle irgendwelche Blessuren. Unser Herr der Lüfte, Modica, der hat sich köstlich amüsiert, was den dein Comic angeht. Ja. Und sagt, okay, er hat dann zwar eine auf irgendwo aufs Bein bekommen, aber das ist kein Problem. Jan Biggel meinte, er hat immer noch eine Gehirnerschütterung, ein bisschen Kopfschmerzen, aber auch das wird vergehen. Ja. Auch kein allzu großes Problem. Naja, und Sascha Korb, mit dem habe ich eher darüber gesprochen. Denn der war ja auch einer der Hauptakteure, das heißt, er hat ja riesen Leistungspensum dort abgerufen. Ja. Er stand ja am Zaun. Der einbeinige Sascha sozusagen. Und ich habe dann zu ihm, habe ihn dann gefragt, ja Mensch, hatte Rigo dich da vom Zaun runtergeholt, weil in der zweiten Halbzeit stand sie ja nicht mehr da. Ich sagte, nein, nein, also das war wohl ein Konditionsproblem. Hat er sich selbst dann vom Zaun sozusagen entfernt. Ja. Und er sah das aber ohne große Verletzungsgefahr, weil... Er sagt, es gab ja da ein Ultra-Podest und ja, da war er ja genau richtig drauf. Richtig. Aufgepasst. Sabek. Jetzt klingelt es aber doch. Jetzt klingelt. So. Da hätte er mal besser hier den besser stehenden Bäcker gelassen. Rich Jakut auf den Spuren von Frank Mill, aber der Frank Mill hat wenigstens noch den Pfosten getroffen. Gut, kann passieren, aber vorher schön freigespielt von... Er ist über die eigenen Haxen gestolpert. Ja, das passiert. Das passiert. Es gibt sicher Spiele, wo das schwerer zu verschmerzen ist. Oder sein würde. Ja, der neue Testtorwart macht bisher einen glänzenden Eindruck. Ja, hat noch keinen Fehler gemacht. Na. Ja. Er hat, glaube ich, noch keinen einzigen Ball berührt. Sehr leckere Wurst. Ja, klar. Klasse Brötchen dabei. Extra handgekauft für dich. Ja. Ja. Da werde ich mich gleich mal revanchieren und mal was zu trinken holen. Das hört sich immer gut an. Möchtest du eine Milch oder möchtest du Bananenmilch oder Kakao? Ich nehme eine Bananenmilch, aber so lange abgestanden, dass sie schon durchgegoren ist und zu einem Bananencocktail geworden ist. Wirst du bekommen? Ja. Nein, ich habe ja morgen frei. Morgen ist mein regulärer freier Tag. Ich werde kannst du die Hafenbrücken ja, Bananenmilch? Natürlich, da kann ich mir schon mal einen Shake gönnen. Einen kleinen Bananenshake. Das ist Ailton, ne? Das ist Ailton mit der, ja, ja. Kleines, dickes Ailton? Ein kleines, schnelles Ailton, ja, das ist ja nicht dick. Ailton war ja auch nie dick. Ich bin auch nicht dick, nein, ich bin einfach nur zu klein. Du bist untergroß, ja, das ist so. Wie Garfield, glaube ich, ist auch untergroß, der ist auch nicht dick. Obelix war auch nicht dick. Nein, nein. Wohlgenährt, aber nicht dick. Ja. Wer ist hier dick, meine muskulös, Herren? Sagen wir mal. Muskulös ist er, ja, sehr muskulös. So, Kevin Wittke, schöner Pass auf Zabek, aber den kriegst du nicht. Nee. Aufgepasst hat der Günsche hinten, die Nummer 3. Jetzt zocken sie es aber raus da, oder? Jetzt wird aber da schön gezockt. Michalke, der Captain. Die Nummer 11. Das ist Shahin. Aber nicht der Nuri. Der ist es nicht. Guck mal hier, wie das Bällchen läuft, du. 3-4 Stationen und ein Foulspiel. Ja, gut. Ja gut. Und es war Domenico Di Rosa, den es da gefault hat, den der Barisch da gefault hat. Aber sie vertragen sich wieder, die beiden. Da hat er ihm am Leiberl zupft. Hat er am Leiberl zupft, hat gesagt, halb sank er nieder, halb hat es ihn runtergezogen. So war's. Ja, die ganz große Spannung ist raus, sage ich mal.
Ja, jetzt noch ein Anschlusstreffer, dann wird es nochmal ganz eng. Ja, aber ich glaube, die Abwehr hat es jetzt gut im Griff da hinten. Stefano jetzt in der Innenverteidigung, linker Innenverteidiger. Ah, Marcel Wilke. Der Hostrott schreibt hier, Glückwunsch Lutz, ja, und nachträglich. Danke. Aber eher ein Beileid, schreibt er. Ja, hat er recht. Hat er recht. Hat er recht. Ist so. Ich kann getrost davon ausgehen, dass ich in meinem Leben bereits mehr Geburtstage gefeiert habe, als ich noch zu feiern haben werde. Geht jetzt nicht jedem so. Das weiß man nicht. Ja, aber 100 ist dann schon so eine Zahl. 110, 120. 110, ja. Ich sag mal so, wenn ich die 98 geschafft habe, dann werde ich den alten Klassiker von Johannes Heesters, ich werde 100 Jahre alt, werde ich dann auch nochmal auf... Zerbeck. Jetzt zieht er ab. Aber ins Gebälk. Eine Scheibe pressen, ja. Kevin Wittke. Ja, das ist auch ein sympathischer Bursche, Kevin Wittke. Ich finde die eigentlich alle sympathisch. Das ist das Schlimme. Aber ich finde die auch nicht auf diese Boygroup-Art sympathisch, sondern einfach, weil ich finde, das sind alles gute Jungs. Das sind einfach so gute Jungs. Pickel hat eben erzählt, dass sein Schwager und somit auch seine Schwester wohl, ja, auf Hochzeitsreisen waren. Okay. In den Flitterwochen. Ja. Aber sie mussten die Flitterwochen unterbrechen am Samstag, ja, am Freitag, weil sie mussten natürlich Fanradio hören. Natürlich. Das hat er wirklich erzählt. Ja, und das hat selbst Pickel mit großem Unverständnis nur begleitet. Ja. Hat er gesagt, wie kann denn das sein, dass die in Flitterwochen fahren, aber das Fanradio vorziehen? Du. Aber ich meine, was kann man Besseres anfangen, als Fanradio so schauen? Also was machst du in den Flitterwochen? Du gehst ein bisschen, du flitterst ein bisschen, das wochenlang, aber irgendwann ist ja dieses ganze Geflitterer auch mal langweilig. Na ja, ich meine, was kann es Spannenderes geben als Fanradio? Eben. Na. Zumal, mal so, wenn die jetzt, sagen wir mal, die haben sich die Live-Übertragung angehört, danach noch 3-4 Mal den Podcast, ja, und mehr nicht, dann hast du vielleicht mal 8-9 Stunden Fanradio hintereinander. Ja. Das muss schon sein. Noch die und alten Spiele von vor 6 Jahren. Dann kam die Interview noch. Alles noch, ja. Ja. Im Grunde kamen sie nicht vom Laptop weg. Ehe sie es gemerkt haben, waren die Flitterwochen vorbei. Ja. Und dann kamen sie nach Hause und haben gesagt, irgendwas haben wir vergessen. Irgendwas. Kein einziges Foto gemacht von der 10.000-Euro-Suite. Nichts so, weißt du. Am Buffet die Letzten gewesen, haben auch nur noch so die letzten Krustentiere bekommen. Sozusagen die Reste der Krustentiere. So war das. Ja. Champagner-Frühstück abgestanden. Hat ein bisschen wie alte Elefantenpisse geschmeckt, aber sie haben Fanradio gehört. Hauptsache haben, ja, Fanradio gehört. So ist das. Das Wichtigste haben sie geschafft. Man muss Prioritäten setzen, absolut, und das sind die absolut richtigen. Die haben doch ihr ganzes Leben da, um sich lieb zu haben. Und so an dieser Stelle ganz herzliche Grüße an die Familie Pickel und Pickel, Co. Schwager und Co., wie auch immer. Ja. Schwester Tor. Oh ja, schönes Tor. Fabian Becker nach Ecke Barisch Jakut. 1:4 steht jetzt also. Und damit ihr es alles komplett nochmal habt. 56. würde ich sagen. 56. wird euch der Lutz gleich nochmal sagen, ja, sag wie denn die einzelne Torfolge nochmal war vom 0:0 an. Ja, also das 0:0 bereits in der ersten Minute durch Lars Kissners Abstauberkopfball. Ja. Nein, Quatsch, wir haben 3:0 vorgelegt, 13., 16., 17. Minute, Theodosiadis mit Foulelfmeter, dann haben wir Bintol mit einem schönen Hebel. Und Marcel Mosch, da stand es 3:0. Und dann der ehemalige Offenbacher Domenico Di Rosa nach einer halben Stunde zum 1:3. Und eben, ihr habt es gesehen oder auch nicht, Ecke Barisch Jakut und am langen Pfosten netzt ihn eben mal Fabian Becker ein. 4:1. Damit ist, wie man so schön sagt, der alte Abstand wiederhergestellt. Jetzt haben wir 4 Auswärtstore hier in diesem Hinspiel, Achtelfinale Hinspiel der Europa League. Das ist gut, weil im Grunde führen wir da mit 8:1. Und das Rückspiel in 2 Wochen auf dem bereits ausverkauften, mit 62.537 Zuschauern ausverkauften Wiener Ring, reicht uns dann eine 0:3 Niederlage, um ins Viertelfinale einzuziehen. So ist das. Ich würde sagen, jetzt hinten dicht. Der Lars haut ab, wo geht er? Ach, der holt Bier, genau. Ich dachte schon, der Lars haut ab, du, wo geht er denn hin? Blecki Schwarz. Theodosiadis, Benny Pintol. Wilke Mangafic hat auch ein tolles, Mann, die haben ja alle ein tolles Spiel in Koblenz gemacht, aber was der da auf der rechten Seite teilweise hin und her geschnickschnack schnuckt hat, die kleinen schnellen Drehungen, und er
Kampfgeist und alles. Also ich bin immer noch total berauscht von diesem Spiel in Koblenz, total begeistert, so von wirklich allem, von dem Kampf, der Laufbereitschaft, dem ganzen, diese ganze, die taktische Nummer, die sie da gefahren haben. Ganz tolle Sache, ganz, ganz tolle Sache. Und liebe Leute, diese Euphorie lassen wir uns nicht nehmen, erst nach der dritten Niederlage frühestens lassen wir uns die nehmen. Wann soll denn die kommen? Die dritte Niederlage. Ja, ich sage auch, das erste Spiel, das wir verlieren werden, überhaupt wieder, ist 2017, das Champions-League-Endspiel gegen Madrid, weil uns der Schiri einen scheiß Elfer reinpfeift. Also die Mannschaft ist auf Jahre hin unschlagbar. Auf Jahrzehnte hinaus, die sind ja alle noch jung. Ja. Europapokal, ja. Europapokal, Europapokal. Da sieht man, was der Alkohol aus Menschen machen kann, Lutz Kammermeier. Ja, jetzt ist ja, es vorbei. Bei mir wirkt er ja schon viel, viel länger. Jetzt ist es vorbei. Oh, oh, oh. Eieiei. Das ist der Anschlusstreffer. Jetzt wird es ganz, ganz eng für den OFC. Nocerino war das für ja. 59. Minute, Nocerino. Aber ich lege mich fest, der OFC wird dennoch das Rückspiel erfolgreich bestreiten. 4 Auswärtstore. Das ja, aber reichen. Jetzt sagen wir mal so, können wir uns nur ein 0-2 leisten. Also dass die 3-0 bei uns gewinnen am Biberer Berg, glaube ich nicht. Wiener Ring, wir spielen Wiener Ring. Ausverkauft, 62.837 Zuschauer, glaube ich, waren es. Karten sind schon verkauft worden. Es gibt noch ein paar. Hinten oben auf dem Kunstrasenplatz werden noch ein paar Biertischgarnituren aufgestellt. Als sozusagen Ostkurven-VIP-Bereich. So, Mangafitsch da? Nein. Nee, Wittke ist das. Entschuldigung, Kevin. Das war Kevin Wittke. Und das ist er noch. Ah, jetzt vielleicht schön. OFC. Komm, Benny Pintol. Boom. Oh, wow, wow. Da muss er ein bisschen mehr Zielwasser trinken. Nein, der Schuss war perfekt. Das Tor stand nur zu weit vorne. Lars, du musst das auch mal ein bisschen von der anderen Perspektive sehen. Die klassischen Reporter hätten jetzt gesagt, hat er Rückenlage bekommen? Hat er auch. So ging der Ball dann doch. Er hat hinten Grasflecken am Hinterkopf. Stockwerk. Ja, er hat Grasflecken am Hinterkopf, der Benny Pintol. Und jetzt kommt der dritte Torwart. Jetzt kommt Majojurt, so ähnlich. Mit vielen Ys, Majojurt. Sollte aber die 22 haben, hat aber die 1 gemacht. Na egal. Majojurt, hören wir mal hin, ob er es auch ist. Aber jetzt dürften 60 Minuten gespielt sein. Ja, so etwa. Hören wir hin, was der Stadionsprecher hier sagt. Und das ist ja tatsächlich ein Stadion hier, das seht ihr ja, glaube ich, so mit Stehwall gegenüber, Haupttribüne, wo wir hier sitzen. Richtig schmuckes Ding hier. Richtig schmuckes Ding. Aber gut, ich kannte es schon im Gegensatz zum Lars, weil ich hier vor hunderten von Jahren schon mal bei einem entweder Pokalspiel oder was nur auch nur ein Testspiel war, ich weiß es gar nicht mehr. Aber vor vielen, vielen, vielen Jahren war ich hier schon mal, als Kickers Offenbach gegen Kickers Viktoria Mülheim gespielt hat. Fabian Becker. Ach, oh, toll, Barisch nochmal. Latte! Ei, ei, ei. Das ist Barisch. Fabi, ei, das ging an den Hintern von Michalke. Man kann es immer wieder sagen. Barisch, hast du Scheiße am Schuh? Hast du Scheiße am Schuh? An die Bremer. Hat er Pech gehabt, aber ein schwerer Knaller. Das war jetzt, glaube ich, ja. Insgesamt 3. Lattentreffer, weil Schulte hat auch nochmal den Pfosten geschossen. Allerdings der von Pintol, der ist ja danach ins Tor gesprungen. Von daher kann man den ja so nicht zählen. Aber Schulte, erste Halbzeit, 45. Minute, hat an den Pfosten gepfeffert und eben nochmal dieser Lattenschuss. Es ist verdient, das 2-4, oder Lars? Ja, es ist verdient. Ja, die Mannschaft zeigt die richtige Antwort auf das zu knappe 2-0 in Koblenz. Ja, Rico Schmidt konnte nicht zufrieden sein mit diesem Spiel. Er musste da den Finger in die Wunde legen. Also ich glaube, jetzt bin ich erstmals versucht, wirklich Marcel Reich-Ranicki hier einzuwechseln. Denn Lutz hat doch noch ein bisschen Nachwirkung seines Geburtstags hier. Das muss auch eine ausgiebige Feier gewesen sein. Nein, das ist so eine Floskel. Die Mannschaft zeigt die richtige Reaktion. Das ist so eine Floskel. Ich muss das ja irgendwann auch mal bringen, oder? Wenn nicht heute, wann dann? Rico ist tiefenentspannt da. Ich finde diesen Trainer klasse, ehrlich. Ich finde den richtig klasse. Was der hier in 4-5 Wochen zusammengebaut hat, sensationell. Und das hat nichts damit zu tun. Also ich bin wirklich Mr. Realo. Kein Mensch erwartet hier irgendeinen Durchmarsch irgendwo hin oder sowas. Klar wird es Rückschläge, alles wird es geben. Man kommt auch immer drauf an, bleiben alle fit, bleiben alle in Form. Wir haben jetzt auch keinen 30-Mann-Kader. Aber was er wirklich in den 5 Wochen, das ist ja auch keine normale
ja, gewöhnliche Vorbereitung, die er da kloppen konnte, ja, mit diesen vielen Testspielen. Normal machst du so 5-6 Testspiele in der Vorbereitung. Und das ist heute, ja, glaube ich, unser 14. Testspiel. Wir haben ja alle 14 Testspiele in kompletter Länge eingestellt, ja, und 13 davon live übertragen. Aufgepasst. Jetzt die Quizfrage, Lutz. Welches Testspiel haben wir nicht live übertragen und dennoch in kompletter Länge eingestellt? Rot-Weiß-Darmstadt. Richtig. Wie aus der Pistole geschossen. Ich war ja da. Wir waren da. 500 Ford. Euro an Lutz Kammermeier. Danke sehr. Ja, jetzt geht es in die 1.000-Euro-Frage. Ich werde die 500 Euro sofort spenden in die Kasse meines Eckkneipenwirts. Ja, das glaube ich wohl. Weil da habe ich einen Deckel Euro. Gegen da habe ich einen Deckel, allein aus dem letzten Monat. Okay. Hör mal, ich komme halt immer rein. Ich brauche Freunde und da rufe ich halt einmal laut Freibier. Dann habe ich zumindest für die Dauer eines Bieres habe ich die ganze Kneipe auf meiner Seite. Ja, jetzt Wittke auf der rechten Seite schön unterwegs. Der flankt dann erst einmal rein. Ein Freund und Feind vorbei. Becker kam da nicht richtig ans Leder. Ah, jetzt der OFC. Da hat Fabian Becker die Situation nicht richtig antizipiert. Antizipiert. Ja, das, was uns beide ausmacht, ja, ne, dass wir im Grunde alles antizipieren. Gut, ich hätte den Ball gekriegt. Ich hätte ihn zwar 8 Meter übers Tor gejagt, aber ich hätte ihn gekriegt. Also das ist ja das, was uns ausmacht. Schon vor dem Anpfiff antizipieren wir den ganzen Spielfluss, das ganze Spiel bis zur 90. Minute. Und vor allen Dingen weiß ich nach dem Spiel auch immer, warum was falsch gelaufen ist. Ja. Das weiß ich immer. Ja. Und ich habe auch immer die besten Ausreden gehabt. Jetzt geht Wilke vom Platz und wer ist das noch? Barisch Yakut geht auch Yakut, Yakut, ja. Der Yakut geht vom Platz. Ja. Und er kann mit dem Lattenschuss nicht zufrieden sein und mit dieser versemmelten Chance vorher. Jetzt kommt die Flanke rein, aber das steht wird so, nichts werden. Tor steht wieder falsch. Viel zu weit links. Tor steht viel zu weit links. Hätte es weiter rechts gestanden, wäre der Ball drin gewesen. Ja, was bleibt festzuhalten, Lutz? 65 Minuten oder in der 65 Minuten sind wir. 2-4 steht, 6 Tore. Netter Abend, lustiges Spielchen. Flottes Spiel. Schön, dass die Gastgeber hier auch mal getroffen haben, gleich zweimal. Ja, klar. Auch das erste war wunderbar rausgespielt, auch das zweite war gut rausgespielt. Jetzt Zabek über links unterwegs, dann muss er sich erst auf die rechte Keule legen. Ja, und das war dann nicht wirklich gut gemacht. Ich weiß gar nicht, wer es einer. Entweder war es Zabek oder es war Giuliano Modica, hat gepostet. Ja, wir haben das erste Mal im Regen trainiert gestern. Okay. Also das erste Mal und das nicht wenig, sagt er noch dazu. Also ich glaube, Rico macht jetzt auch nicht den ganz großen. Bei ihm läuft, glaube ich, die Vorbereitung noch. Die läuft jetzt immer noch weiter. Deshalb sage ich ja, jeder Sieg, den wir so am Anfang einfahren, der zählt ja doppelt und dreifach, weil wir uns im Grunde noch in der Vorbereitung befinden. Ja, das, was er da gezaubert hat, ganz ehrlich, für mich, das grenzt für mich an ein Wunder, was er da zusammengezaubert hat. Wirklich wahr, das ist so. Weil das hat ja nichts mit organisierter, normaler Vorbereitung zu tun. Hast da 50 Testspieler, mal der, geben sich die Klinke in die Hand, der bleibt weg, der geht dann dahin. Also, und er hat ja auch noch Manageraufgaben übernommen, so ganz nebenbei, hat er ja auch noch die ganzen Verhandlungen da mitgeführt. Klar, auch mit den anderen zusammen, aber dieses Team, will ich mal sagen, aber Rico Schmidt steht halt für dieses Team. Ist toll, wirklich toll, Wahnsinn. Ganz, ganz große, ganz großer Sport, ganz, ganz große Nummer, was da gelaufen ist. Und ich bin immer noch dankbar und beseelt von meinem Geburtstagsgeschenk. Ja, das glaube ich wohl. Das Spiel in Koblenz. Das ist einfach so, ich hätte es mir nicht besser erträumen können. Ach, ich dachte von dem Buch, das hier neben das auch, da bin ich auch sehr begeistert, das habe ich aber heute erst bekommen. Das Leben der Hub Solo, ja, hat mir Peter Dietz geschenkt. Da freue ich mich auch allerdings drauf. Aufgepasst, Leute, ganz spannend wollen wir es nicht machen. Wer wird dir das vorlesen? Marcel vielleicht? Freund Marcel? Ich vermute, dass er mir die expliziten Kapitel, wo, sagen wir mal, wo ab 18 sind, die wird er mir dann vorlesen. Die Kapitel ab 80. Ja, kein Problem für unseren Testtorwart da hinten, Babitschko. Matteo Babitschko aus dem Stuttgarter Raum soll er sein, der Junge, und hat zuletzt gespielt beim FC Wil. Wem immer das was sagen mag, mir sagt's nichts, gebe ich ganz offen zu. So auf der kompletten Fußballlandkarte kenne ich mich dann doch nicht aus, bis runter in alle Ligen. Ich glaube, das ist vom Bier oder so. So, naja, aber hier macht's ja nichts. Okoro wurde da gefault, stummt. Ja, über Zabek habe ich in der Live-Reportage in Koblenz gesagt. Ja. Ein echter Drecksack. Ja. Und das im positiven Sinne. Natürlich.
Denn was der sich da rausgenommen hat, fand ich richtig geil, wie das Ding da mal abrotzt von 38 Metern. Kannst du dich an eine Szene der zweiten Halbzeit erinnern? Ein Diagonalpass über 45 Meter an der Eckfahne und der Ball klebt auf seinem Fuß. Der fällt runter, ich denke schon, naja gut, so 4-5 Meter wird er wegspringen. Der klebt. Der klebt wirklich auf dem Fuß. Sensationell. Jetzt weiß ich auch, warum er von uns... Domenico Di Rosa! Zeigt er an? Abseits. Abseits zeigt er an. Der Kamerad in der Mitte, der verwandeln wollte, war bei dem Lupfer im Abseits. Weil mit ihm war ja nur noch der Abwehrspieler da. Der Torwart lag ja etwas davor. Ja, aber ohne die Leistung von Zapek schmälern zu wollen, kann ich dir sagen, er kam in der Halbzeit zu uns, zum Fanradio. Ja. Und wollte unbedingt Gafferband haben. Hast du Gafferband? Ehrlich? Sagt er immer, ja, ja. Okay. Und das hat er dann oben auf seine Schuhsohle geklebt. Und folgerichtig klebte der Ball förmlich an seinem Fuße. Okay. Und somit sind wir doppelseitiges. Selbstverständlich. Wir haben ja alles da. Ja, ja. Rechts wie links. Natürlich. Gaffer haben wir rechts wie links. Ja gut, das haben wir alles. Ja, das ist so, ja. Okay. Ja. Daran lag das also. Daran lag das. Und ich habe ihm dann auch nochmal gesagt, wie er das genau machen muss, wie er den Ball annehmen muss. Ja gut, dass du das kannst, war mir klar. Ja, ja, aber dass er das kann, das ist ja die eigentliche Überraschung. Das sah richtig geil aus. Ganz ehrlich, das waren so diese kleinen Momente, wo ich extrem begeistert war. Da waren viele Szenen von... Ja, extrem viele, aber das sind halt wirklich... Was? Ob ihr habt oder ob ihr schon was getrunken wollt? Ah ja, das ist... Sagen wir nicht, nein. Soll man... 1, 2, 3 oder was? 1, 2... Nee. Ja, Mensch. Willst du Bier? Ja, Mensch. Nee, ist weg. Weg. Also, wir werden jetzt hier genötigt. Wir werden verwöhnt. Ja. Schwarz. Eieiei. Mut zum Abschluss, Blacky. Mut zum Abschluss. Einfach mal draufschießen aus der Entfernung. Ja, was mich natürlich ein bisschen gewundert hat, dann nach Abpfiff. Ja. Ich will da gar nicht in die Details gehen. Nur was mich sehr gewundert hat, das war, dass die Koblenzer Ordnungskraft... sowohl den Offenbacher Fanblock als